Vor nur einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Früher waren Züge etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? Ich versuche, dem System etwas Saft zu geben, damit die Lichter angehen. Benutzt in der Zwischenzeit eure Taschenlampen. Bist du bereit? Dann los. Passt auf, die Türen schließen sich. Viel Glück. Ja. Das werden wir brauchen. Habt ihr, mein Vater und du, nicht die Einschienenbahn genommen, als ihr die Raketen auf das Nest der Schwarzen geschickt habt? Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz aufgehört. Strom ist an. Öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung. Toll! Das hast du gut gemacht. Alles klar, los geht's. In Ordnung, die Karte zeigt, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Geh nach rechts, links ist eine Sackgasse. Irgendwas hat sie aufgeschreit. Pass auf! Scheiße, das Ding ist schnell. Ich glaube nicht, dass uns hier etwas Ernstzunehmendes begegnet. Klasse, die Leiter. Nur noch ein bisschen weitergehen, dann werden wir sehen, ob du ein Kaninchen oder ein Mann bist. Oberfläche. Setz deine Maske auf. Hilf mir hier mal! Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein normales Mädchen, also kann ich da nicht rein. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, da die Schwarzen ja so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch liefern oder was auch immer die tun und aus ihrem Versteck kommen.
Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Wir halten Funkkontakt. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Morgen!